das dann da anschließen? Das wird jetzt noch die Kunst. So, das muss dahin, das geht nicht, weil die Straße im Weg ist. Ich habe keine Ahnung. Scheint so, ja. Wunderbar. Manchmal muss man auch ein bisschen raten, was das Spiel denn jetzt hat. Na? Weil manchmal sieht man das nicht so auf den ersten Blick. Und dann gibt es natürlich immer wieder so Spezialisten, die dann dem Spiel irgendwas anhängen wollen, dass das dann ein Fehler vom Spiel wäre und ach, was weiß ich nicht. Dass das Spiel ja so schlecht wäre. Nun ja. Aber wenn das Spiel ja so schlecht wäre, dann brauchen sie es ja auch nicht zu spielen. Ist immer meine Meinung da dazu. Ich kann das hier nicht anlegen und der Grund ist der Bahnübergang. Oh, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Alter. So rum geht's, ja? Jetzt erklär mir mal, warum. Warum macht das Spiel das? Hallo? Hallo, hä? Ich verstehe aus, Mann, diese scheiß Bahnübergänge, Alter. Ist mir jetzt scheißegal, wenn das Spiel das nicht will, dann kackt da drauf. Bevor ich mich jetzt hier wieder zu Tode ärger und da vielleicht noch ein Juli Rage draus wird. Da oben liegt ja noch eine Straße. Oh, ja. Wir müssen ja hier unsere Brücke noch bauen. Ja, hab ich ja schon fast vergessen. So, wir müssen natürlich auch noch ein paar Signale rein. Und dann wäre die Linie im Grunde auch schon fertig. Dann könnten wir die Züge mal fahren lassen und auch mal ein bisschen mitfahren. Haben wir schon das letzte Folge gemacht. Aber ich finde, das Mitfahren macht mitunter am meisten Spaß.
So, wo setze ich denn die jetzt auf die Gleise? Ich würde mal sagen, ich mache erstmal die Linie. Das wäre nämlich Waren. Waren. Kühdorf. So, du kommst hier rein. Dann machen wir hier das Depot. Jetzt mal hier, auch nicht so viel. Das ist mitunter die stärkste. Was haben wir denn hier Vergleichbares an elektrischem? Wir könnten auch diese hier nehmen. Und dann hätten wir hier Waren. Haben wir hier auch Waren? Ja, nehmen wir die Waren. Ja, Waren. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Duplizieren. Waren Kühdorf. So, haben wir ein bisschen Geld ausgegeben. Ich würde mich hier in eine B103 setzen. Machen wir mal ein bisschen schnell, bis die da aus ihrem Depot rausgefahren ist. So, jetzt einfach mal ein bisschen zurücklehnen und zuschauen. So, tut mir leid. Oh, wir kommen aber schnell in Fahrt. Haben die 160 schnell erreicht. Mit 6 müssten wir da eigentlich gut auskommen. Da haben wir schon einen Stau. Gut, der wird sicherlich auch nicht weniger werden. Mal schauen, wie früh er bremsen muss. Hier steht nur nichts, klar, er kann auch nichts stehen, wenn das Ding noch nicht angeschlossen ist. So, gut. Boah, die beschleunigt sehr schnell. Kostet aber auch viel Unterhalt, ist klar. Oh, jetzt sind wir unten im Tal. Es ist eigentlich keine gerade Strecke drin, glaube ich. Es ist immer irgendwo eine Kurve. Da geht es jetzt im Tunnel
glaube, das geht leicht aufwärts Richtung Warenfabrik. Da hinten sehe ich schon die Ausfahrt. Na, ist schon ein langer Tunnel. So, jetzt muss er schon wieder bremsen. Da, oh, es kommen gerade alle drei Züge gleichzeitig. Das ist interessant. Das links wird aber sogar der zweite sein. Das rechts könnte der erste noch sein. Gut, die werden sich verteilen. Die anderen müssen wir wahrscheinlich von Hand verteilen. Nö, die machen das schon. Ja, du wartest noch kurz, bitte. Bis dein Kollege hier hinten... Schauen wir mal, schnellere Züge einsetzen. Bis dein Kollege hier hinten angekommen ist. Paralleleinfahrt. Inklusive Durchfahrt ist auch nicht schlecht. So, dann steige ich gleich mal hier ein. Da ist die Beschleunigung natürlich etwas schlechter, aber immer noch akzeptabel. Durchaus akzeptabel. Die Frage ist, ob vielleicht die 110 von dem Bahnübergang uns etwas stört. Nee, ich glaube, das sind wir schon drüber hinaus. Das passt eigentlich ganz genau. Da könnten wir eigentlich auch schon fast überlegen, Hochgeschwindigkeitsgleise zu bauen. Wie gesagt, die Strecke ist nicht kurz. Und die Züge schaffen auch mehr. Die Züge schaffen 160. Moment. Ich kann ja mal zumindest sagen, die Einfahrt 160 und ab hier war es etwa ab, oh, ich glaube ab hier gut, der muss ja da erstmal drüber sein. So, ab hier können wir ja. Hier alles Hochgeschwindigkeit bauen. So, das Zug. Die geben weiter Gas. Ja, die 160 sind dann auf jeden Fall besser. Ja, deutlich besser. Straßenfahrzeuge melden keinen Weg. Oh, ja, ich weiß. Oh, oh, Moment, Moment, Moment. Versuchen Sie, mehr Einheiten abzutransportieren. Potenzial 0. Ja, okay, Moment, Moment, Moment. Ich weiß, warum. Wir haben ja hier hinten... Ah! Ja, ich weiß. Moment. Das war jetzt mein Fehler. Wir hatten ja hier hinten die Straße abgerissen.